noch wohnt. Ja. Ja, klar, da wohnt. Ja. Leute. Unser Hotel sieht dann so ähnlich aus. Ja. Ja. Auch ein Zeichen kennen, wo sie hinmischen und wo sie so, schon gewesen sind. Also es sind noch kleine Stadtpläne. Die sind alle vermummt, ne? Auf den Motorrädern hier, auf dem Mopeds. Ja, kommen wir gleich drauf zurück. Ja, Mundschutz, sehr wichtig in Vietnam. Wenn Sie aber Ihre Haut nicht Mundschutz sehen Sie in Vietnam oft bei Frauen, in den Städten, aber auch am Strand, auf den Reisfeldern, wo es kein Abgas ist, wo es frische Luft ist. Warum trägt man so überall Mundschutz? Weiße Haut ist ein Schönheitsmerkmal in Vietnam, besonders für junge Frauen. Und die machen alles zu, damit sie weiße Haut bekommen und nicht so braun. Und wenn sie ihre Haut nicht braun werden lassen, dann könnte ich für sie eine besorgen. Ja, es ist bei uns gut in der Stadt, das ist als gegen Schmuck da, aber auf Reisfeldern ist da kein Abgas. Und das ist frische Luft, aber wenn die Frauen den ganzen Tag in der Sonne arbeiten, da machen sie schon ihr Gesicht zu. Man gibt bei uns auch riesige Menge, also viel Geld dafür, dass man eine weiße Haut bekommt, weil weiße Haut ist schön ist bei uns in Vietnam. So wie Michael Jackson, der hat dann seine Hautfarbe dann ganz weit gemacht. Wir sind der Meinung, es gibt von Florena Creme, aber Florena Creme, auch eine Art Creme. Wenn man tüchtig 4-5 Mal am Tag aufbringt, dann kriegt man nach 10 Tagen dieser Behandlung eine hellere Haut. Da kann man die Florena Creme besser absetzen. Das ist bei uns gefragt, ja. Es ist bei uns Schönheitsmerkmal. Und daher, ja. Ein Mundschutz ist nicht so teuer, ja, 10.000 ein halbes Euro. Vorhin war ein Blumenmarkt. Dieser Markt ist richtig erst ab 23 Uhr bis 5 Uhr früh. Am Nachmittag schneiden die Bauern Blumen und bringen die her und verkaufen für die Geschäfte. Wir sind zurzeit auf einer höheren Straße als sonst. Wir sind gerade auf einer Flussdeiche. Ja? Es ist ein Schutzwall gegen Überschwemmung. Denn auf der linken Seite ist der Rote Fluss und im Sommer, da ist hier drüben voll mit Wasser. Das heißt, die Häuser auf der linken Seite, die stehen in der Regenzeit oft unter, also im Wasser. Ja. Also solche Deiche sieht man nur in Nordvietnam. Wenn wir zum Beispiel nach Hue oder nach Hoi An kommen oder Mekong-Delta, dann sehen wir diesen Schutzwall nicht.
Und gerade deshalb hört man jedes Jahr von Hochwasser in Hue, in Hoi An oder auf dem Mekong. Hier hat man überall Schutzdeiche gebaut und um die Ortschaften längs an beide Seiten von Flüssen. Aber im Zentral von Vietnam und Mekong hat man nicht gebaut. Und das ist schon seit über 1000 Jahren. Ja, und das ist eine schöne Wand da. Es war ein Projekt, eine Idee von einer jungen Dame. Es war mit Beton, also noch zusätzlich ein bisschen höher gebaut, dieser Schutzwall. Und es sah ganz schlecht aus, also grau. Und diese Dame hat vor vier Jahren die Idee, diese graue Wand zu dekorieren mit Krakel und mit verschiedenen Kulturen, Bilder. Und der Stadt braucht kein Geld zu geben. Die Firmen, die machen schon ein paar 100 Meter, und dafür kriegen sie einen Platz für ihre Werbung. Ja? Und es ist dann so eine Straße geworden. Das ist hier nicht mehr, aber dann noch ein Stück sehen wir, und das geht dann um die Stadt so herum. Wenn man auf der Straße geht, abends, ist das gefährlich? Sie meinen Verkehr, ja? Nee. Allgemein kein Problem. Ja, so allgemein nicht. Es ist nur gefährlich wegen der Verkehr. Aber meinen Sie dunkle Ecken? Ja, ja, das ist, es gibt auch, sagen wir, in Hanoi und auch Großstädten, Halong zum Beispiel, auch in Saigon, auch so Süchtige, Heroin-Süchtige, ja? die verstecken sich immer in solchen dunklen Ecken, und wenn sie, wenn sie aggressiv sind, können sie auch gefährlich sein, wegen Raub, Diebstahl oder Gewalttätigungen. Also meinen Sie dunkle Ecken? So, da schauen Sie da wieder die schöne Wand, da mit schönen Bilder, und dann ab und zu mal eine Stelle mit Namen oder so, Werbung von einer Firma. Ja. Es hat auch sogar eine deutsche Familie, also diese Familie war zu Besuch, und hat auch etwas Gedanken gemacht so einen Vorschlag gemacht, und aufgrund dieser Muster hat eine Werkstatt einige Bilder da gemacht, ja, und dann bestimmte Fläche. Also das ist eine internationale Beteiligung. Das sind verschiedene Landschaften von Vietnam. So, wir werden bald am Hotel sein. So, wir sind gleich am Hotel. Ich denke 14.45 Uhr. Geht das? Ja? Ja. Wir treffen uns in der Lobby, und ich kenne
Ich kenne ihren Namen noch nicht, die Gesichtszüge, die muss ich noch ein paar Tage dafür nehmen. Aber schauen Sie nach einem Flachskopf da. Und dann bin ich, dann ist Ihr Begleiter, ja? Dann sind wir im richtigen Bus. Okay, Dankeschön. Essladen. Was ist das hier? Essen.